Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadow Hearts. Wir gehen runter in die U-Bahn, denn wir müssen den Dr. Gauthier besuchen. Hey, wir können die U-Bahn zur Champs-Élysées nehmen. Oh, super. Ja, wir nehmen sie. Ach, wir sind da. Na, wer bist denn du? Popo, der Fahrer. Einsteigen bitte zum Montmartre. Alles einsteigen. Nö, wer bist denn du? Victor, der Vorarbeiter. Nur das Team des U-Bahn-Baus darf diesen Diensteingang benutzen. Darf man hier lang? Nö. Oh, es ist abends. So lange sind wir gefahren. Och, die Autos. Ja. Hey, Geppetto. Oh, Jeb. Wir haben dich so vermisst. Oh, wirklich? Du bist so schnell gegangen. Wir wussten gar nicht, wohin du gegangen warst, du Schlimmer. Wer sind die beiden? Die Magimel-Brüder, Pierce Schneider und Gérard, hat einen Laden. Ich habe früher mit ihnen gearbeitet. Sie verkauften mir Kostüme und Objekte für die Bühne. Schön, sie kennenzulernen. Hey, erschrecken meine Freunde nicht. Würde ich nie. Jetzt, wo wir alle so gut Freunde sind, nimm dein fantastisches Geschenk von mir. Bitteschön. Sie haben Punktekarte. Was ist das? Das ist eine ganz besondere Karte, die man in allen Läden benutzen kann. Damit kann man bei jedem Einkauf Punkte sammeln. Die Punkte werden addiert. Und je mehr Punkte man hat, desto mehr Rabatt bekommt man. Ist das nicht wirklich toll? Danke. Du hast doch an das Kleid für Cornelia gedacht, oder? Tja, natürlich. Und was ist mit dir, Deb? Hast du an das kleine Objekt gedacht, um das ich dich gebeten hatte? Hast du es dabei? Natürlich. Mal sehen, wo habe ich es denn? Ah ja, es war nicht einfach zu bekommen, weißt du? Oh, prima. Etwas für meine neueste Kollektion. Oh, Herz, sei ruhig. Eine Aufreißerkarte. Dafür nähe ich auch ein tolles Kleid. Such dir das Design aus, das du willst. In Ordnung. Wieso haben die den Hintern so gut animiert? Was für ein Design soll es sein? Blättere etwas und such dir eines aus. Das ist also... Nein. Ich habe gedacht, ich kann einfach... Was für ein Design soll es sein? Blättere etwas und such dir eins aus. Ich will irgendwie Wind. Feuer ist aber auch cool. Licht? Welches Design soll ich nehmen? Ich will das hier, das sieht aus wie Lifion. Das ist also dein Design? Das macht eine Aufreißerkarte. Ja. Einfach fantastisch. Ich bin gerade in der Stimmung. Nur einen Moment, dann gibt es eine kleine Nummer. Es heißt Windy Pixie. Windiger Kobold, du kannst jederzeit Luftwurf nehmen. Oh, fantastisch, nicht wahr? Gefällt es dir? Bestimmt, du kannst jederzeit wiederkommen. Wow, tolles Kleid.
Pierre ist ein echtes Genie. Seine Kleider werden Cornelias Schönheit... Warte mal. Pierre ist ein echtes Genie. Seine Kleider werden Cornelias Schönheit noch betonen. Und nicht nur die äußere Schönheit. Jedes Mal, wenn sich eine Lady umzieht, blühen neue Gelegenheiten. Also, Jeb, warum zieht sich die kleine Cornelia nicht um? Ach, ist das nicht aufregend, Leute? Okay, wir sollen uns umziehen. Tempo des Ringzeigers fällt auf 75%. So. Wo kann ich meine Puppe machen? Persönlich. Kleid wechseln. Ach doch, wir haben das Kleid schon. Windiger Kobold. Mal sehen, welches Kleid ziehen wir denn an. Gehe zur nächsten Seite und suche eins aus. Arme Heilige. Ach, das ist echt süß gemacht. Wir lassen das. Marionette, Luftwurf. Juri Blanca, Affinität. Hä? Okay. Lass mich durch. Ich will den da. Bertrand, der verwöhnte Sohn. Ach, hätte ich doch ein Automobil. Ich werde Vater sagen, er soll mir sofort eins kaufen. Was ein Schnösel, wer bist denn du? Affleck vor dem Krieg flüchten. Unser Dorf ist ein Schlachtfeld. Ich bin mit meiner Familie nach Paris geflohen. Ich vermisse den Frieden. Wer bist du? Besserwisser Garn. Seid ihr Touristen? Der Triumphbogen ist gleich da entlang. Ist er nicht wunderschön? Napoleon ließ ihn bauen, aber er ging nie durch ihn hindurch. Wetten, das wusstet ihr nicht? Das wusste ich echt nicht. Zinedine von Mitsuboshi. Ich bin Koch. Im Moment kann ich nur französische Cuisine, aber ich hoffe, irgendwann mehr zu machen. Kann ich rein? Das Geschäft sieht zu aus. Kleiner Junge. Gilbert, die Hand voll. Wow, tolles Auto, wie das glänzt. Aufbrausende Emanuel. Stopp! Fassen Sie es nicht mit Ihren schmutzigen Händen an, sonst gibt es noch Kratzer oder Schlimmeres. Gilbert, die Hand voll. So, okay. Wer bist du? Sentimentale Lucy. Frühlingsbrise, Sommersonne, Farben des Herbstes, Winterweiß. Eine schöne Stadt das ganze Jahr über. Hier ist ein Hotel. McHenry bei der Pause. Sie suchen den U-Bahn-Experten. Dr. Gauthier ist gerade in seinem Hotel. Er ist für den Entwurf zuständig. Ja, vorher können wir nochmal zu ihr gehen. Die schickliche Nicole, wie ist man denn schicklich? Ich sah gerade ein paar laute Männer, also habe ich mit ihnen geschimpft. Und dann kam dieser große Mann zu mir und hat sich entschuldigt. Erwachsene sollten sich benehmen. An sich soll man vielleicht mal schlafen gehen. Hallo, der Herr. Monique, die Rezeptionistin. Was? Das ist doch ein eindeutiger Typ. Willkommen. Tut mir sehr leid. Alle Zimmer sind bereits reserviert. Ich hätte gern diese Kiste. Sie haben das Symbol Haus oder Hauri. Hier irgendwas machen? Nö. Hallo? Das war jetzt aber gut. Hallo, Madame. Die elegante Lilly. Seht mein neues Kleid an. Schön, nicht? Der reisende Schneider hat es gemacht. Er ist etwas seltsam, aber begabt.
Wahrlich wunderschönes Kleid, habe ich noch nie gesehen. Oh, ein Dienstmädchen. Hallo, Frau Dienstmädchen. Nathalie, bei der Pause. Oh, die Gäste. Ich habe gerade das Bett gemacht, also bitte nichts durcheinander bringen. Findet sie es nicht komisch, dass wir jetzt hier einfach hier reinkommen? Obwohl wir nicht mehr was bezahlt haben. Sie finden es einfach nicht seltsam. Was ich mal ganz seltsam fand, Nick in der Dusche. Wer ist da? Ich dusche gerade und kann nicht an die Tür kommen. Ist es der Zimmerservice? Einfach stehen lassen. Hä, ich hänge. Also, sie haben ein Zelt. Was ich mal seltsam fand, ich war mal in einem Hotel in der Sauna und dann kamen da auf einmal angezogene Leute rein. Das fand ich äußerst seltsam. U-Bahn-Experte Dr. Gauthier. Hm? Kann ich Ihnen helfen? Wie geht es Ihnen, Dr. Gauthier? Hä? Was? Ist das nicht der alte Geppetto von Vosges Theater? Wie lange ist das jetzt her, mein Freund? Was führt Sie her? Sie hätte ich nie erwartet. Ich freue mich sehr sogar. Wir suchen einen Weg durch die U-Bahn-Tunnel Richtung Le Havre und hofften, Sie könnten uns helfen. Richtung Le Havre, sagen Sie? Ja, kennen Sie einen Weg? Lassen Sie mich nachdenken. Da gab es etwas. Vor 20 Jahren, als mit dem Bau der U-Bahn begonnen wurde, ging man mit viel Energie und Enthusiasmus daran. Überall wurden Tunnel gegraben, durch ganz Paris, aber nicht alle wurden dann benutzt. Und wenn ich mich richtig entsinne, ging einer nach Nordwesten. Wow, ist das Tunnelsystem wirklich so groß? Paris ist die Avantgarde der Zivilisation. Oh, ich erinnere mich. Sie müssen in die Station Champs-Élysées und dann rechts. So kommen Sie in den verlassenen Tunnel nach Le Havre. Rechts also, hm? Verstanden. Danke, Dr. Gauthier. Sie waren eine große Hilfe. Ich freue mich, das zu hören. Ich war immer ein Fan von Ihnen, müssen Sie wissen, Geppetto. Warum wollen Sie Paris denn über die Tunnel verlassen? Es ist mir peinlich zuzugeben, aber ein Geldeintreiber ist mir auf den Fersen. Sehr unangenehme Geschichte. Oh, ich verstehe. Ja, die Wirtschaft geht schlecht seit dem Krieg. Es ist schwer überall. Machen Sie sich keine Sorgen. Mein Vertrauter ist Vorarbeiter unten in der Station Champs-Élysées. Ich schicke ihm eine Nachricht, damit man sie in die gesperrte Zone lässt. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Vielen Dank, Herr Doktor. Gut, hier haben wir schon. Auf Wiedersehen. Wenn Sie mal nach Paris zurückkehren, müssen Sie zurück auf die Bühne. Ich bringe meinen Enkel mit. Vielleicht soll ich das wirklich tun. Alle wollen ihre Enkel und ihre Kinder mitbringen, meine Vorführung. Kann man hier vorne was tun? Ist da was? Sie mit ihrem schicken Kleid. Hier, also müssen wir jetzt am Vorarbeiter vorbei. Flüchtlinge. Ich überlege, sollen wir mal ein Zelt benutzen? Aber uns geht's. Ach, was rede ich denn? Wir haben doch jetzt den Geppetto. Geppetto. Der kann das doch jetzt machen hier. Ach, niemand kommt hier nicht, Rinder. Geh ich halt, wenn du kein Zimmer für mich hast. Okay, ach ja, ihr dürft da langlaufen. Ich glaub's ja wohl nicht. Wer bist denn du? Die herrische Adrienne.
guckt sich einer die an. Das ist die schickste Straße der Welt. Wir brauchen solche wie euch hier nicht. Boah, die ist auch böse. Oh. Sie haben P-Fair runter. 1. Victor, der Vorarbeiter. Dr. Gauthier hat mir Bescheid gesagt. Bitte passieren Sie. Vorsichtig. Die Tunnel sind sehr weitläufig. Verlaufen Sie sich nicht. Oh Gott. Das fängt ja gut an. Ich und nicht verlaufen. Komm mal jetzt hier, Ratten. Boah, was? Hier gibt's doch nicht mal eine Karte. Oh, geht's denn da lang? Das Rauschen ist weg. Oh. Die rennen echt durch die Gegend. Wann beginnt diese heilige Mistel nur zu wirken? Der verdammte Typ sieht mir einfach viel zu gesund aus. Nikolai sagt dir irgendwas, dass der Fluch nach und nach wirkt. Was für eine Art, die Dinge zu erledigen. Ein saftiger Schlag und fertig. Veronika hat ihnen eine unterirdische Falle gestellt. Was? Ist die alte Schnecke auch hier? Jawohl, Chef. Sie fanden, dass wir wäre ein echt guter Zeitvertreib. Verdammte Sado-Braut, naja. Sie haben diesen komischen Puppentypen. Dann können wir auch eine Zauberkriegerin im Team haben, oder? Sieht so aus, als wäre Nikolai ganz schön nervös. Ich glaube, ich gehe mal. Sieht so aus, als könnte ich mir aber Zeit lassen. Ich will wieder zurück. Ich will nämlich hier lang. Ich will doch nicht da lang. Die Sado-Braut. Das ist der Weg, von dem Dr. Gauthier gesprochen hat, stimmt's? Mist, der sieht zu aus. Eine Sicherung ist durchgebrannt. Wir kommen so nicht durch. Okay. Also müssen wir in den anderen Tunnel. Das ist doch gar kein Problem. Also das wird jetzt hier schon wieder zum Problem. Warum gibt ihr so viele Wege? Verlauft euch nicht, ja, genau. Wir gehen erstmal links und dann gehen wir immer weiter nach rechts. Blanka. Stachel. Oh, Stachel ist stark. Vergessen, dass Korallen lassen wir viele. Krallensoldat. Oh Gott, jetzt habe ich mich bei ihm dran gewöhnt gehabt, verdammt. Warte mal, er kann doch aber auch Symbolmagie. Boah, das hat ja mit dem was voll das gebracht. Oh nein. Oh Gott, jetzt kommt er wieder dran. Mach mal lieber den da. Oh. Ich muss dem das Korallenlasso wieder abnehmen. Ich guck, das ist
bringt mich voll durcheinander. Keine Waste of Time. Endlich Level up. Wir müssen uns aber erstmal schnell heilen. Achso. Oh. Wir sollten ihm mal ein Objekt zum Essen geben. Ich möchte bitte in diesen Tunnel. MS33, soll ich mir das aufschreiben? Komisch, dass man da nichts machen kann. Das ist echt seltsam gewesen. Ich schreibe mir das mal auf. MS33. MS-33. Ich glaube zwar nicht, dass das irgendwas zu bedeuten hat, aber... Hä, da steht doch auch wieder irgendwas. Hat es eben irgendwas auf der Minikarte verfolgt? Ernsthaft? Nee. Na? Ah, sehr schön. Ja, da klingt ja nichts gebracht. Da ist jemand vergiftet. Oh. Haha. Weggeknickst. Juri. Überlege ich, ob ich. Ja, am besten wäre es wahrscheinlich, wenn ich es hier unten, wenn ich gespeichert habe, tatsächlich alle immer heilen und danach. Weil jetzt muss es viele Pünktchen geben. Und 26. Terrablatt. Das ist doch schon mal was Schönes. Ein Terrablattchen. Der hat auch Level 6. Auch die arme Karin. Chipetto, du musst dich selbst heilen vor allem. Oh. MS328? Ah ne, Amu. 328? Ich bin die Ringseele, der Wille des Urteilsrings, der Verwalter aller Schicksale.
Verdammt, wer bist du? Ein Geist? Und warum so hochtrabend? Oh, du bist es schon wieder. Das ist der Ringgeist, Juri. Ringgeist? Nein, ich bin kein Geist. Ich bin kein Fleisch. Ich bin die Ringseele. Der Wille des Urteils. Was will er uns eigentlich sagen? Der Wille des Urteilsrings, der Verwalter aller Schicksale. Ich kann sie sehen, deine Zukunft. Die möchte ich dir anvertrauen. Sie haben Angriffsschub. Was ist das? Die Macht, den Urteilsring zu beherrschen, diese Macht wird dir auf dem Weg durch das Schicksal helfen. Das ist alles? Er meint Danke. Vielen Dank, Ringgeist. Oh, der arme Ringgeist. Es zahlt sich nicht aus, undankbar zu sein. Ich werde nochmal erscheinen, um dir mehr Macht zu geben. Aber Vorsicht! Ich beobachte dich, um zu sehen, ob du der Richtige bist, das Schicksal zu beherrschen. Er ist weg. Er schien etwas verärgert zu sein. Ich hoffe, dass es alles okay ist. Ja, Amu 328. MS 33 ist es bestimmt. Vorne kann man speichern. Hier ist ein Riesenschalter. Leg den Schalter um. Nein, zu gefährlich. Okay. Ich würde gerne speichern. Welchen Schalter haben wir jetzt eigentlich umgelegt? Wir haben den Schalter auf jeden Fall umgelegt. Also vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.